erlöst doch das Tier von seinem Leid. Guten Morgen! Ja, diese Aussage habe ich unter anderem auch unter meinem Video gefunden, wo es darum geht, wie ihr in der Situation reagiert hättet, als ich den Todeskampf des Tieres mit aufgenommen habe, was von einem Raubtier angegriffen wurde. Siehe dazu auch eben oben das Video in den Infokarten. Auch höre ich oft von durchaus von Veganern und auch von Tierschützern, dass sie durchaus der Meinung sind, dass wenn man ein angeschlagenes Tier, was nur noch leidet, findet und was wahrscheinlich auch nicht gerettet werden kann, dass man die Option der Sterbehilfe als ein Akt der Barmherzigkeit durchaus mit in Betracht zieht. Und dass ohne dass man die Chance hat, dem Tier wirklich die Frage zu stellen, ob es denn sterben will, und den Akt der Barmherzigkeit überhaupt auch als entsprechenden ansieht. Wir entscheiden, was ist das Beste für das Tier. Irgendwie fühlt sich das für mich nicht richtig an. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr kommen mir da auch wirklich ernsthafte Zweifel. Aber nehmen wir mal das Beispiel. Wir zertreten ein Tier, weil es nach unserer Meinung damit besser dran ist. Zum Beispiel eine Biene. Die quält sich unten noch am Boden. Ne? Man merkt, die kann nicht mehr fliegen und so weiter. Ein Akt der Barmherzigkeit, wir zertreten die Biene. Aber warum dann nicht auch beim Menschen? Wo ist der Unterschied? Sind wir so viel mehr wert als ein Tier? Gerade die Tierschützer propagieren ja immer wieder die prinzipielle Gleichheit von Mensch und Tier, gerade was das Recht zu leben angeht. Was ist nun mit einem psychisch kranken Menschen, der sterben will? Oder gestalten wir das Beispiel noch krasser und noch passender? Was ist mit einem Menschen, den wir wie das Tier gar nicht fragen, ob er sterben möchte? Was ist denn mit einem leprakranken Obdachlosen, den wir im Vorbeigehen einschätzen als, dass es für ihn positiv wäre, von seinem Leid erlöst zu werden. Und er kann auch schon nicht mehr reden, also man könnte ihn gar nicht mehr fragen. So, schau doch diesen armen Menschen an, da leidet doch nur noch. Komm, lassen wir Gnade walten und stechen ihn ein Messer in die Brust. Gut, es ist gesetzlich nicht erlaubt, aber darum geht es ja hier nicht. Hier geht es ja darum, wie wir denken und wie wir fühlen und wie wir auch als Tierschützer, als Veganer oder als Weltverbesserer eine ganz klare Linie zwischen Menschen und Tieren ziehen. Das ist kein Problem in meinen Augen. Es ist einfach eine Konsequenz unserer Erziehung. Das greife ich auch in keiner Weise irgendwie an. Aber die Bewusstheit, darum geht es. Und darauf soll sich auch heute das Video richten, auf die Bewusstheit. Und das Problem in diesem Zuge ist das Leugnen dieser Grenze, die wir alle in uns haben. Wir sind nicht der Meinung, dass Tiere und Menschen gleich viel wert sind. Egal wie, was für ein Weltverbesserer, Veganer und Tierschützer ihr seid. Ihr seid zum großen Teil nicht der Meinung. Das könnt ihr an diesem Beispiel wunderbar erkennen. Fast jeder wird von uns in Betracht ziehen, eine Biene. Das was ich vorhin gesagt habe, die sich auf dem Fußboden quält, aus Barmherzigkeit zu zertreten. Fast jeder von uns wird das machen, oder eine Fliege oder eine Ameise oder was auch immer, das ist so ein Kleinsttier. Damit schaffen wir schon eine Wertung. Aber einen leprakranken Obdachlosen, der offensichtlich in den letzten Zügen seines Lebens liegt und nur noch leidet in der Nacht, ne, der... Wenn wir da keine Rechtsverfolgung befürchten müssten, das kommt auch noch dazu, das ist ja nun mal der Status quo des Gesetzes, aber selbst wenn wir keine Rechtsverfolgung befürchten müssten, diesen Menschen dann einfach umzubringen, das wird nur ein kleiner Teil von uns in Betracht ziehen. Und daher sollten wir alle, egal wie ethisch oder moralisch erhaben wir uns empfinden, ganz klar sagen, Ich empfinde und handle nach dem Prinzip, dass ein Mensch mehr wert ist als die Tiere. Und warum sollten wir das tun? Warum sollten wir diese Wahrheit, die auf fast alle von uns zutrifft, verbalisieren? Um dieses Elende, sich erhaben gegenüber den Nicht-Veganern, den Nicht-Tierschützern, den Nicht-Weltverbesserern, dieses Erhabene aus unserem Verhalten rausbekommen. Es ist teilweise so arrogant, wie wir auftreten und wie überheblich wir uns gegenüber anderen Menschen positionieren.
Ich nehme mich da selber auch nicht außen vor. Ne? Wir sind eventuell oder wahrscheinlich ein Stück bewusster. Aber die Argumente, die wir bringen, wonach wir zum Beispiel die Fleischesser messen, die sind teilweise so hoch, dass wir sie selber nicht erfüllen. Wir sagen zu den Fleischessern, Tiere haben genauso ein Recht zu leben wie wir. Sie fühlen denselben Schmerz und halten das dem Fleischesser vor, wenn er seine Milch trinkt und wenn er sein Fleisch isst. Ne? Man sagt ihnen, ja, wenn du die Milch trinkst, das ist, man nimmt dann das Neugeborene der Mama weg. Wie wäre das denn als Mensch? Ne? Also wir implizieren in der Argumentation immer eine Gleichheit zwischen Tier und Mensch und konfrontieren den Fleischesser damit. Aber diese Anforderungen, die werden wir selber nicht gerecht. Und wohin soll das denn führen, wenn wir so eine Argumentation bringen, der wir selber nicht gerecht werden? Wie wollen wir einen Fleischesser überzeugen, wenn wir ihn mit Ansprüchen konfrontieren, die so hoch sind, ja, dass wir sie selber nicht erreichen? Und das obwohl wir Veganer sind oder bewusste Menschen. Viele Veganer erheben sich und fühlen sich als etwas Besseres. Ich mache das immer wieder in den Kommentaren. Sie nutzen die Abgrenzung von einem Großteil der Bevölkerung als ein Katalysator für ein elitäres Denken und ein sich erheben. Und das widert mich an. Da geht es schon lange nicht mehr darum, um die Tiere oder um das Grundprinzip der Barmherzigkeit oder des Mitgefühls. Da geht es um eine ganz, ganz große Ego-Nummer. Das ist mir wieder einmal mehr in Diskussionen, denen ich beigewohnt habe, im Internet bewusst geworden. Und da musste ich das auch heute irgendwie mal wieder rauslassen. Wenn ihr das Mitgefühl, was ihr für die Tiere aufbringt, auch nicht für den Fleischesser aufbringen könnt, ne? Also den Mensch, der auch Fleisch isst und das übertragen könnt, dann hört auf davon zu reden, dass ihr bewusster, friedlicher oder irgendwie besser seid. Nur wir alle gemeinsam können die Welt zu einem besseren Ort machen. Nicht durch Abgrenzung und durch Elitenbildung, sondern durch Nächstenliebe, durch Toleranz, Respekt und echten Mitgefühl mit jedem Lebewesen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.